so gesund, ne? Ja, die Liebe ist ein gutes Thema. Wie gesagt, das Album heißt Liebe passiert. Wer ist denn hier in Nirvana so richtig verliebt? Mal den Arm nach hoch. So ein bisschen. Keiner. Keiner. Eigentlich gar keiner, ne? Das gibt's ja nicht. Braucht euch nicht zu schämen. Also wer ist denn verliebt? Das gibt's. Da hinten die Dame. Jetzt macht sie so. Also ich finde, ja, jetzt Mut, die Männer, genau. Wie heißen sie mit Vornamen? Rolf Peter. Und wo ist die Herzdame? Zu Hause. Da hinten ist sie. Und wie heißt sie? Heidi. Du Heidi. 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 Deine Welt sind die Berge. Heidi. Heidi. Welchen Ton? Ach, hast du als Klingelton? Das gibt's ja, hey. Ja, da kriegst du mal einen Applaus, Mensch, der Rolf Peter. Wunderbar. Ja, und wir sind jetzt schon beim dritten Song angekommen und gleich ist es soweit, da kommt natürlich mein Schatz auch auf die Bühne. Aber einen Song hätte ich jetzt noch für euch dabei, der natürlich auch auf der CD mit drauf ist. Er heißt Verboten, aber schön. Das ist noch nicht mal bös gemeint, denn es gibt ja schöne Dinge, die verboten sind. Zum Beispiel bisschen Schokolade zu viel, die Damen kennen es vielleicht, der ganze Diätwahn. Also ich halte nichts davon, obwohl ich schlank bin, aber ich esse wirklich alles, was mir schmeckt. Das könnt ihr mir wirklich glauben, das kann auch der Stefan bestätigen. Also Schweinsbraten, Knödel, Sauerkraut. Bei uns kommt alles auf den Tisch und ich finde immer, wenn man sich ein bisschen bewegt, dann geht das schon, ne? Aber bloß hier keine Diäten machen. Und ich dachte, Mensch, verboten aber schön, das ist ein tolles Thema. Es gibt so viele Sachen, die ich mache, die vielleicht eigentlich verboten sind, aber doch wunderschön. Und vielleicht entdeckt ihr euch da auch wieder. Hört mal ein bisschen genauer auf den Text. Los geht's.